Es könnte sein, dass ich den schlimmsten Fehler meines Lebens begangen habe. Aber halt, ich überstürze schon wieder alles. Dafür habe ich ein Talent. Beginnen wir am Anfang meiner Geschichte. Aufgewachsen bin ich hier in Hanford-on-Bagley. Gemeinsam mit meiner Mutter Emma und meinen 7 Geschwistern habe ich ein stinknormales, unspannendes Leben geführt. Meine Kindheit war geprägt von Kühen, Hühnern und Gartenarbeit. Außerdem habe ich meiner Mutter dabei zugesehen, wie sie sich immer wieder neu verliebt hat. Sobald ein Idiot weg war, kam der nächste. Ach, ich möchte eigentlich nicht schlecht über sie reden. Ich weiß, sie hat für mich und meine Geschwister immer alles getan. Aber wir kommen eben nicht miteinander klar. Um genau zu sein, sie kommt nicht mit meinen Interessen klar. Denn vor ein paar Monaten begann ich Dinge zu entdecken, die wohl den meisten anderen ihr ganzes Leben lang verwehrt bleiben. Ich lernte die übernatürliche Seite unseres Lebens kennen. Unsere Welt hat so viel zu bieten. Und als ich dann noch einen waschechten Vampir kennenlernte, änderte sich alles. Das ist Marvin. Ich habe noch nie so einen beeindruckenden Sim wie ihn kennengelernt. Meine große Schwester Daisy meint, er sei zu alt für mich. Aber was soll das überhaupt heißen? Ich bin schon fast erwachsen. Ich weiß genau, was ich tue. Und naja, ich konnte ihm einfach nicht widerstehen. Aber seit dieser Nacht reagiert er nicht mehr auf meine Anrufe. Ich war sogar bei ihm zu Hause in Forgotten Hollow. Doch das Haus war leer. Keine Spur von ihm oder seinem Bruder. Und jetzt bin ich hier. Allein. Und finde im verlassenen Haus in San Sequoia Unterschlupf. Zu Hause habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich habe mich mit allen nur mehr gestritten. Wobei, die Wahrheit ist, ich bin abgehauen, weil ich ein Geheimnis habe. Ein Geheimnis, das niemand aus meiner Familie erfahren darf. Denn es könnte sein, dass ich bald nicht mehr allein bin. Möglicherweise bin ich schwanger. Hallo, ich bin Elienyx und das ist der erste Part meiner Okkult Baby Challenge. Viel Spaß! Kleine Info an alle, die neu auf meinem Kanal sind. Die Okkult Baby Challenge ist Teil unserer 100 Baby Challenge, mit der wir bereits eine Generation gespielt haben. Dank dem Intro könnt ihr euch vermutlich schon denken, diese erste Generation haben wir mit Livias Mutter, also mit Emma, gespielt. Aber keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht alle 66 Parts nachschauen, denn erstens ist das hier eine ganz eigene Geschichte und zweitens habe ich für euch eine kleine Zusammenfassung der ersten Staffel gemacht. Ich blende sie euch jetzt hier rechts oben ein. Schaut diese Zusammenfassung wirklich gerne an, denn diese hat etwa 1000 Stunden meines Lebens gekostet. Aber in diesem Let's Play dreht sich eben alles um Livia. Livia ist ein sehr eigensinniger Sim und geradezu besessen vom okkulten Leben. Sie ist von zu Hause abgehauen, hat in einem verlassenen Haus in San Sequoia Unterschlupf gefunden und vermutet auch noch schwanger zu sein. Und dann hätte ich gesagt, wir starten gleich mal in den Part hinein. Ich bin wirklich schon gespannt, ob diese Challenge ein gutes Ende nehmen wird. Und so starten wir in den Part hinein. Hier haben wir unsere Livia. Sie steht gerade vor ihrem neuen Zuhause und tatsächlich fühlt sie sich momentan auch glücklich. Warum fühlt sie sich glücklich? Weil bei einer Hochzeit zugesehen hat. Das finde ich wirklich sehr spannend. Im letzten Part der 100 Baby Challenge hat nämlich ihre Mutter Emma geheiratet. Aber das habt ihr in der Zusammenfassung ja sicher schon gesehen. Und zwar hat sie Gabriel geheiratet. Und Livia ist deshalb glücklich, was ich sehr interessant finde. Denn um genau zu sein, ist sie direkt nach der Hochzeit von zu Hause abgehauen. Aber ich stelle euch Livia jetzt einfach mal ein wenig näher vor. Sie ist noch eine Teenagerin, wird aber tatsächlich schon in 3 Tagen zur Erwachsenen.
Sie ist eine Spinnerin, sie ist düster, sie ist nicht in Ordnung damit, schwanger zu sein und sie möchte im Moment keine Kinder. Sollte sie also wirklich schwanger werden, wird es ihr damit vermutlich sehr, sehr schlecht gehen. Außerdem ist sie beziehungsfreudig, eine Grüblerin, häuslich, Betreuer, Künstler, distanziert, hat Angst vor Hausaufgaben und Angst vor dem Lebensende. Beides, ehrlich gesagt, Dinge, die ich in ihrer Situation verstehen kann, aber in die Schule muss sie sowieso nie wieder. Immerhin ist sie von zu Hause abgehauen und möchte natürlich nicht, dass ihre Mutter sie findet. Und da wäre es, glaube ich, ein wenig blöd von ihr, in die Schule zu gehen. Angst vorm Lebensende weiß ich nicht ganz, warum sie hat, aber vielleicht hat es damit zu tun, dass sie eben einem Vampir näher gekommen ist und sie langsam daran zweifelt, ob das eine gute Entscheidung gewesen ist. Besagter Vampir, dem sie näher gekommen ist, ist übrigens Marvin. Das ist Marvin Hilgers. Er ist ein junger Erwachsener. Er ist Großmeister der Vampire. Livia schwärmt unendlich für ihn. Und die beiden sind auch ein Liebespärchen. Ich bin schon sehr gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Außerdem hat Marvin noch einen Bruder. Sein Bruder ist Mirko. Das ist Mirko, von dem weiß Livia nicht sonderlich viel. Die beiden verstehen sich auch nicht wirklich gut und sie weiß nur, dass er kleptomanisch ist. Dann können wir ja noch einen ganz kurzen Blick auf den Stammbaum werfen, einfach damit ihr versteht, dass das Ganze ein wenig kompliziert ist. Hier sehen wir ihre Mutter Emma, die jetzt eben mit Gabriel verheiratet ist. Ihr Vater ist Lenny, mit dem hatte sie aber nie sonderlich viel Kontakt. Und dann haben wir hier noch ihre ganzen Geschwister. Da Livia eben von zu Hause abgehauen ist, wird sie jetzt eine Zeit lang vermutlich mit keinem ihrer Familienmitglieder Kontakt haben. Aber ich hoffe, dass wir ein paar der Familienmitglieder in Zukunft wieder sehen werden. Und dann zeige ich euch noch schnell das Haus, in dem wir zumindest die ersten Parts verbringen werden. Das ist eben ein verlassenes Haus in San Sequoia, in dem sie Unterschlupf gefunden hat. Es hat sehr viele negative Eigenschaften. Also es ist abseits des Netzes, es ist ein verfluchtes Spukhaus und hier sind auch gleich Geister. Oh mein Gott. Livia wird jetzt gleich mal hingehen und versuchen, mit dem grünen Geist oder was auch immer das ist, zu kommunizieren. Ich habe damit noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Aber der Geist ist ja mal unheimlich süß. Ich hoffe, der mag uns. Wir können ihm unsere Seele anbieten? Nur ein kleines Stückchen deiner Seele. Schließlich wächst das nach, nicht wahr? Ich weiß ja nicht. Sollten wir das machen? Ich habe keine Ahnung, was dann passiert, aber ich traue es mich jetzt irgendwie nicht, weil ich ein bisschen Angst habe, dass Livia dann stirbt. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn da nichts Schlimmes passiert, dann machen wir das nächste Mal auf jeden Fall. Oh, jetzt fühlt sie sich auch erschrocken. Was war das? Weil ein seltsames Geräusch gehört hat. Livia wusste, dass es an diesem Ort spukt, aber einige Dinge sind einfach gruselig, ganz egal, wie man es auch dreht und wendet. Und sie hat Gänsehaut, weil sie Angst hat. Tut mir sehr leid, liebe Livia. Aber immerhin liebst du das Übernatürliche, da kannst du schon ein bisschen mit so einem süßen Geist reden, oder? Und hier steht auch schon ganz was Wichtiges, nämlich der Seance-Tisch. Livia wird jetzt gleich mal probieren, mit der Hingeschiedenen zu kommunizieren. Denn ich möchte, dass Livia an ihrer Medium-Fähigkeit arbeitet. Die Seance wurde unterbrochen. Das ist nicht gut. Probieren wir es nochmal und dann kann sie auch gleich die spirituelle Volatilität spüren. Ich hatte nämlich eine Idee, aber da brauche ich natürlich eure Meinung. Ich habe mir überlegt, wie könnte Livia Geld verdienen? Was passt zu ihr? Und dann habe ich entdeckt, dass es seit dem Paranormale Aktivitäten-Pack einen Job gibt. Und zwar paranormale Ermittlerin. Dafür muss sie die Mediumfähigkeit vervollständigen und dann kommt irgendein komischer Geistermann und dort kann sie dann eine Lizenz erwerben und dann kann sie eben damit Geld verdienen. Also wie ihr seht, ich weiß noch nicht wirklich, was dann passiert, aber ich glaube, das würde gut zu Livia und zu diesem Let's Play passen. Also schreibt mir eure Meinung dazu sehr, sehr gern in die Kommentare. Und sie hat Level 2 der Fähigkeit Medium erreicht. Sehr gut. Aber in der Zwischenzeit zeige ich euch noch schnell das Haus. Die Sonne ist tatsächlich auch schon am Aufgehen. Wie gesagt, es ist ein verlassenes Haus. Dementsprechend ist alles voller Müll. Wir haben hier ein paar funktionale Gegenstände. Also eine Toilette, dann ein Waschbecken. Der Ofen würde auch funktionieren, aber wir haben keinen funktionierenden Kühlschrank. Und im obersten Stock haben wir eine Dusche, die funktioniert, ein WC und dann auch noch ein Bett. Also man kann eigentlich sagen, dass wir die Basics schon haben. Naja, essen kann sie halt nicht, aber wer muss denn schon essen?
Da die Sonne nun aufgegangen ist und Livia schon etwas Hunger hat, hätte ich gesagt, wir schauen uns einfach mal um, ob wir irgendwo was finden, was wir verkaufen können oder sonst irgendwie Geld verdienen können. Und während ich suche, erzähle ich euch einfach die Regeln der Challenge. Wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, wir spielen die Okkult Baby Challenge. Das heißt, wir müssen okkulte Babys bekommen. Hier ist ein Strauch. Was ist das? Rosenstrauch. Alles ernten. Perfekt. Rosen sind wirklich sehr, sehr viel wert. Und ich weiß, wir könnten die Rosen natürlich auch ansetzen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das jetzt nicht so zu Livia passt. Also ich sehe sie jetzt nicht so als Gärtnerin. Hier hinten kann sie auch einmal graben. Aber zurück zur Challenge. Die grundlegende Challenge wäre eben, Babys mit allen okkulten Wesen zu bekommen. Aber ich habe das zusammengezählt und das wären irgendwie so 13 oder 14 Babys. Und das wäre mir ein bisschen zu viel. Deshalb hätte ich gesagt, wir beschränken uns für den Anfang jetzt mal auf die Wesentlichen. Also Vampir, Magier, Werwolf, Meermann und Alien. Und wenn es dann storytechnisch passt, könnten wir noch immer ein oder zwei okkulte Wesen dazunehmen. Aber was ist eure Meinung dazu? Hättet ihr andere Ideen? Schreibt mir das natürlich wie immer sehr gern in die Kommentare. Livia müsste jetzt zur Schule, aber natürlich geht sie nicht hin. Wie gesagt, sie wird nicht mehr zur Schule gehen. Ich schaue jetzt einfach mal, was sie gefunden hat. Also erstens hat sie 3 Rosen. Die sind schon mal 87 Simoleons wert. Und dann hat sie noch 2 gewöhnliche Tuning-Teile. Nochmal 20 Simoleons, dann können wir ihre Hausaufgaben verkaufen. 1 Simoleon, besser als nichts. Und dann hat sie hier auch noch Fotos von Gabriel und Emma, also von ihrer Mutter und ihrem Stiefvater. Die werden wir aber nicht verkaufen. Vielleicht hängen wir die noch irgendwo auf. Und da wir noch keine Möglichkeit haben, zu Hause etwas zu kochen, hätte ich gesagt, wir schauen einfach mal in die Stadt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da irgendwo Imbissstände sind, aber ich glaube schon. Deswegen reisen wir jetzt hier in die Bibliothek. Hier sehen wir als erstes Marvin. Den nehmen wir natürlich nicht mit, denn der ignoriert Livia ja. Also das letzte Mal, dass die beiden sich gesehen haben, war tatsächlich im verlassenen Haus. Und dort hatten die beiden dann ein Techtelmechtel. Und seitdem hat er sich nicht mehr bei ihr gemeldet. Und als Livia sich dann so mit ihrer Mutter gestritten hat und von zu Hause weggelaufen ist, wollte sie eben bei ihm vorbeischauen, war auch in Forgotten Hollow, aber das Haus war leer. Also wir wissen nicht, wo er und sein Bruder sich aufhalten und was da los ist, aber ich hoffe, das klärt sich bald auf. Wo ist denn hier ein Imbissstand? Ich weiß genau, dass da irgendwo einer ist, weil ich war da schon mal. Ich habe nur leider keine Orientierung, weder im wahren Leben noch in Sims. Das ist doch toll. Ist das der Essensstand? Der hat leider geschlossen und es steht auch nicht da, wann er öffnet. Na, das ist jetzt belastend. Und jetzt ruft uns auch noch der Direktor an. Da gehen wir natürlich nicht dran. Ach, Livia, ich finde nichts zu essen für dich. Gibt es vielleicht in der Bibliothek was, das wir essen können? Gibt es da einen Kühlschrank? Oh Gott, da ist Sarah. Also an alle, die die erste Generation nicht gesehen haben, das ist die Verlobte von ihrer großen Schwester Violet. Wir müssen hier abhauen. Die darf uns auf keinen Fall sehen. Ich habe auch keine Ahnung, was die hier macht. Aber ich glaube, wir reisen einfach hier ins Erholungszentrum. Wenn ich mich richtig erinnere, kann man dort Essen kaufen. Also, ich hoffe zumindest. Ein Erholungszentrum klingt irgendwie danach, als könnte man Essen kaufen. Und hier sind wir. Ja, ich weiß, dass du Hunger hast, Livia. Ich möchte dir ja was zu essen geben. Aber ich muss zuerst was finden. Oh, perfekt. Hier können wir sogar einfach selbst kochen. Also Livia kann eigentlich nicht kochen, aber ich glaube, sie wird es jetzt einfach mal probieren. Irgendwann muss sie es immerhin lernen. Sie macht sich ein Grillkäse-Sandwich. Ein Grillkäse-Sandwich kriegt, glaube ich, sogar sie hin, sagte ich, und dann steckt sie die ganze Küche in Brand. Wer weiß. Und jetzt isst Livia ihr Grillkäse-Sandwich und fühlt sich direkt schon besser. Es scheint richtig gut geworden zu sein. Ich glaube, sie ist stolz auf sich. Aber jetzt, wo sie gegessen hat, kommen natürlich die Probleme hoch, die sie verdrängt hat. Livia hat ja Angst, schwanger zu sein. Und ich denke, sie war jetzt hier in der Stadt auch in einem Geschäft und hat sich einen Schwangerschaftstest gekauft. Und jetzt wird sie wieder nach Hause zu ihrem Unterschlupf reisen und dann müssen wir den natürlich gleich mal machen. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe nämlich selbst keine Ahnung, ob sie schwanger ist oder nicht. Meine Mods sind da zwar immer ein bisschen wild eingestellt, aber das weiß man ja nie. Oder kleine Geist ist einfach noch immer da. Wie süß. Aber wir haben jetzt andere Sorgen. Livia wird jetzt in ihr Badezimmer gehen und wird jetzt einen Schwangerschaftstest machen. Und gleich werden wir wissen, ob Livia wirklich ein Baby
von einem Vampir bekommt. Wie sieht es aus? Sie sieht nicht glücklich aus. Oh nein, ist sie wirklich schon schwanger? Ich glaube, sie ist schwanger. Livia ist schwanger. Es wird eine neue Ergänzung in diesem Haushalt geben. Und jetzt fühlt sie sich natürlich sehr angespannt. Ungewolltes Kind auf dem Weg. Livia hat diese Schwangerschaft nicht erwartet und ist sich wirklich nicht sicher, ob sie es überhaupt will. Aber es ist passiert. Was soll sie nur tun? Dann haben wir noch Schwangerschaftsfreakout. Schwanger. Es trifft jetzt Livia, wie jung sie noch ist, wie wenig sie will, dass dabei etwas Großes und Lebensveränderndes passiert. Wie wenig sie sich bereit fühlt, so etwas zu handhaben. Oh mein Gott, diese Übersetzung ist mal wieder echt wild. Und doch ist diese Schwangerschaft genau das. Schwerwiegend und lebensverändernd. Unmöglich nicht auszuflippen. Was werden ihre Eltern sagen, ihre Freunde, der Vater des Kindes? Also ihre Eltern werden dazu mal gar nichts sagen, denn Livia wird es ihren Eltern nicht erzählen. Aber natürlich muss sie es Marvin erzählen. Und deshalb hätte ich gesagt, wir machen uns jetzt gleich nochmal auf den Weg nach Forgotten Hollow. Das Haus war bei ihrem letzten Besuch zwar leer, aber ich glaube, sie wird es einfach nochmal versuchen. Vielleicht waren die beiden ja nur auf Reisen und sind jetzt doch schon wieder nach Hause gekommen. Deshalb werden wir jetzt gleich mal nach Forgotten Hollow fahren. Zuerst dachte ich, es wäre niemand da. Die beiden wären weg, für immer. Doch dann sah ich einen Schatten. Mach auf, ich muss dir was sagen. Ich schrie so laut ich konnte. Immer wieder. Doch die Tür blieb zu. Und schließlich musste ich diese eine Sache schreien, die ich dem zukünftigen Vater meines Kindes gerne anders erzählt hätte. Ich bin schwanger. Und plötzlich ging die Tür auf. Aber nicht Marvin stürmte mir entgegen, sondern sein Bruder Mirko. Du lügst! Marvin wäre niemals so dumm und würde sich auf eine Sterbliche einlassen. Und mit einem Mal hatte ich Angst vor ihm. Immerhin hatte er recht. Im Gegensatz zu ihm war ich nur eine Sterbliche. Die beiden sind jetzt noch total am Streiten und Livia hat mittlerweile eben auch Angst vor ihm. Er fragt jetzt natürlich, ist das wahr? Bist du wirklich schwanger von meinem Bruder? Und sie entscheidet sich jetzt aber, darüber zu lügen. Sie wird sich jetzt einfach entschuldigen und wird sagen, Mirko, tut mir leid, ich vermisse Marvin einfach so und ich wollte unbedingt, dass er wiederkommt. Deswegen habe ich erfunden, dass ich schwanger bin. Ich dachte, das ist eine Möglichkeit, dass ich ihn wieder zurückbekomme. Ich finde ihn einfach so toll. Also, sie lügt jetzt immerhin gerade einen Großmeister der Vampire an, weil sie mittlerweile Angst vor ihm hat. Und ich glaube, langsam versteht Livia auch, dass sie wirklich das Baby von einem Vampir bekommt und dass das alles andere als ungefährlich ist. Und sie hat ihm jetzt eben die Lüge aufgetischt, dass sie in Wahrheit gar nicht schwanger ist und dass alles nur eine Masche war, damit sie Marvin wiederbekommt. Und jetzt haut sie so schnell wie möglich wieder von Forgotten Hollow ab. Ich bin schon sehr gespannt, was passiert, wenn Mirko draufkommt, dass sie ihn angelogen hat. Oder wenn Marvin eben draufkommt, dass sie doch schwanger ist. Falls ihr da Ideen für die Storyline habt, schreibt mir das natürlich auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ich habe übrigens geplant, jetzt öfter solche Filmsequenzen auch in den Parts einzubauen. Schreibt mir natürlich auch gern dazu eure Meinung in die Kommentare. Und nun sind wir wieder zu Hause. Das waren jetzt wirklich sehr ereignisreiche Stunden und Livia wird jetzt völlig erschöpft ins Bett fallen.